Hey ho, meine Lieben! Tja, im letzten Livestream habe ich ja gesagt, im Samstags-Livestream habe ich ja gesagt, ich mache mir heute noch was zum Essen. Ist leider morgen geworden. Also heute. Wir haben es jetzt 20 nach 12. Ich musste nochmal los. Ich habe aufgrund aktueller Lage noch etwas erledigen müssen. Aber egal. Ich habe gesagt, ich mache was aus dem Harry Potter Kochbuch ganz frei nach. Und das wäre der Shepherd's Pie. Ja, das Harry Potter Buch ist mir jetzt eine ganz grobe Vorlage. Ja, wir machen jetzt einen Grill-Junkies Pie. Ja, also Titel Shepherd's Pie / Grill-Junkies Pie. So, wie ich mir den jetzt noch einbilde und nicht mit Curry. Rüber in meine kleine, aber feine Küche. Leute, das ist jetzt meine Übersicht. Wild und wüst, wie man es gewohnt ist. Ja, eine grobe Änderung gegenüber dem Rezept ist natürlich das Hackfleisch. Ich habe hier jetzt auch bloß 300 Gramm. Ja, wie gesagt, ich war vorher noch schnell einkaufen. Ja, habe halt so eins geholt. Geht genauso dafür. Statt Rinderfond nehme ich hier was von meinem Feinschmeckersoße zum Bratenpülverchen und einfach Wasser. Ja, und ansonsten nehme ich etwas Buttergemüse. Das hole ich mir aus der Packung raus. So, die Butter braucht man hier in dem Fall nicht. Oder haue ich alles rein? Nein, ich haue nicht alles rein. Ich haue bloß ein bisschen was rein. Das muss reichen. Den Rest mache ich mal extra einmal. Aber was ich noch dazu haue, sind ein paar von diesen Bohnen. Und das ist es auch schon an Gemüse. Dann stellen wir rüber. Ja, ich tue bloß das gleich wieder in den Froster. Tja, Butter brauchen wir dann, um die Form einzufetten. Habe ich mir heute übrigens extra noch gekauft. Ich hatte ja, glaube ich, gar keine so relativ große. Ich hätte vielleicht auch den... den Römertopf nehmen können. Aber ich wollte sowieso schon lange mal Auflaufform mir zulegen. Habe ich jetzt. Stellen wir auch mal auf die Seite. Ja, und dann geht es eigentlich bloß los, dass ich jetzt die Zwiebeln, ne, was liegt darum, die Zwiebeln etwas klein hacke. Und dann legen wir mit den Zwiebeln und dem Öl in der Pfanne los. Dazu noch das restliche Kartoffelpü. Ich werde für mich selber nicht extra Kartoffeln kochen. Zumindest jetzt nicht. Und ja, eine Zwiebel reicht. Ist ja eh eine geringere Menge. Ja, Zwiebel klein hacken und dann sehen wir uns am Herd und der Pfanne wieder. So, Freunde, hier bin ich auch schon an Zwiebeln anschmurgeln, bevor danach gleich das Hackfleisch mit reinkommt. Sollte ja relativ schnell jetzt gehen. Und dann kommt zugleich auch das Hackfleisch dazu, wenn sie ein bisschen glasig sind. Im Rezept steht auch mit Öl. Ich habe Butterschmalz genommen. So. Und für so ein Gericht geht so Hackfleisch einwandfrei ohne Probleme. Da renne ich nicht zum Metzger, gebe doppelt und dreifach so viel Kohle aus. Besonders weil ja heute kein Bäcker, kein Metzger mehr offen gehabt hat, wo ich zum Einkaufen gekommen bin.
Ja, das Hackfleisch schön krümelig mit anbrutzeln. Und das machen wir jetzt so. In dem Rezept schreiben sie ja wirklich braun und bröselig und krümelig. Ja, ich bin der persönlichen Meinung, wenn es zu sehr braun ist, ist es gleichzeitig auch zu trocken. Ist meine persönliche Meinung, kann jeder machen, wie er will. Ich lasse es halt etwas braun werden, beziehungsweise ich hau jetzt die Rohschinkenwürfel mit rein. Also kein Bacon, sondern Rohschinken. Oh ja, wieder ein Aufreißbackerl-Video. Mann. Da hau ich beide rein, weil ich eh so wenig Hackfleisch genommen habe. Ich weiß gar nicht, warum ich keine 500 Gramm Packung genommen habe. Ja, von der Menge sieht es jetzt schon wesentlich besser aus. So, was kommt als nächstes mit hinzu? Tomatenmark. Ich nehme natürlich das Tomaten-Paprikamark. Leer ist er, bis aufs letzte bisschen. Ja. Fast ein bisschen wenig von dem Mark gewesen. Ja, mal noch hiervon ein bisschen was rein. Aber jetzt soll es reichen. Schön mit anschmurgeln. Dann schmeiße ich mein ganzes Gemüse gleich mit rein. Na komm. Ja. Die Hälfte am Boden geschmissen. Ja, hätten wir doch fast ein bisschen mehr Gemüse nehmen können. Leute, wisst ihr was? Ich schmeiß es doch, das ganze Buttergemüse da rein. Und schmeiß noch mehr am Boden runter, Tippix. Naja, um die Uhrzeit darf ich das. Hauen wir die 300 Milliliter rein. Und wie gesagt, eigentlich sollte das Rinderfroh sein, was da reinkommt. Aber irgendwie weiß man sich ja immer zu helfen. Das reicht. Und dann tun wir mal hier ordentlich Paprikapulver mit rein. Wenn ich sage ordentlich, dann meine ich das auch. Bisschen Salz und Pfeffer. Was ärgerlich ist, Leute, ich habe immer noch auch kein Muskatnuss gekauft. Ah, habe ich vergessen. Naja, es war auch erst gestern oder vorgestern, wo ich das gesagt habe. Wir müssen hier jetzt natürlich doppelt und dreifach umrühren, wächst dem Pülverchen. Eventuell schütte ich noch ein bisschen Wasser nachher nach. Und dann lassen wir das mal so vor sich hin brodeln. Und wenn es soweit fertig gebrodelt hat, dann sehen wir uns wieder. Ja, dann kommt noch das Wichtigste. Ich probiere jetzt einmal das Zeug. Mhm. Schmeckt anders als das Original, aber definitiv nicht schlechter. Aber wir werden jetzt hier gleich soweit. Ich schmier jetzt gleich einmal die Form mit Butter einfetten
ja, einfetten mit Butter und danach kann man eigentlich schon fast das Einfüllen anfangen. Mann, an der Masse werde ich wieder 2-3 Tage essen, mindestens. Weil heute Nacht werde ich nicht mehr allzu viel essen, aber ein bisschen was auf alle Fälle. Gut, dann lasse ich das jetzt kurz ein klein bisschen auskühlen, bevor das in die Form geht. Ja, die Form schön mit Butter eingekleistert. Dann kommen wir jetzt zu unserem Gemüse und Hackfleisch. Und das Ding ist doch bockelschwer geworden. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Jawohl, es war doch einiges an Zeug, was ich da jetzt mit rein gedonnert habe. So. Und jetzt kommt das restliche Kartoffelpü zum Einsatz. Also, immer wenn ich mir jetzt was mit Kartoffelpü mache, könnte es sein, dass es danach eine Abwandlung vom Shepherd's Pie gibt. Vielleicht gibt es auch mal wieder das Original. Tja, wir werden sehen. Boah, die Furzschuhe regen mir auf. Ein bisschen mehr hätte es fast sein können noch, aber egal. Das wird schon ausreichen. Aufessen muss ich es ja auch noch können. So, und das Ganze kommt bei 200 Grad in den vorgeheizten Backofen. Man könnte es natürlich jetzt auch in einen Grillschnei stellen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So. Und was schreiben Sie noch? Lose mit Alufolie abdecken. So, und das ist lose. Und dann kommt in den Backofen für eine halbe Stunde bei 200 Grad. Jo, wir haben es 1.10 Uhr gleich. Wie bekloppt bin ich eigentlich, ach übrigens hier ohne Socken, wie bekloppt bin ich eigentlich, dass ich um die Uhrzeit noch fett was zum Essen mache. So, das bleibt jetzt bis 1.30 Uhr drin. So circa. Und dann tun wir die Alufolie runter. So, wir haben es jetzt 1.32 Uhr. Oh Mann, ist das wieder spät. Alufolie runter. Und ja, jetzt soll es bloß noch ein bisschen nachbräunen oben. Bin jetzt echt am Überlegen. Umluft und Oberhitze. Ja, das mache ich jetzt. Grill oben oder so ähnlich. So Leute, dann erkläre ich das Ganze für fertig und beendet. Um 1.42 Uhr. Puh, da kommt eine Hitze raus. Sabalot. Tja, viel braun ist da nicht geworden. Aber es brodelt und Moment, gehen wir rüber.
Laut Originalrezept sollte man es jetzt noch ein bisschen stehen lassen. Das mache ich. Und mit ein bisschen Petersilie garnieren. Ich habe keine Petersilie. Oh, oder vielleicht tiefgefrorene italienische Kräuter hätte ich. Na, lass mal weg. Ist nur für mich. Und abkühlen lasse ich es jetzt aber trotzdem noch ein klein bisschen in der Form, bevor es dann, ja, noch so ein Streifchen auf den Teller geht. Und steht die Cam auch noch so schief? Mir egal, es ist so spät. Ja. Freunde, ich lass mir das jetzt schmecken. Nach Möglichkeit, ohne die Finger irgendwie zu verbrennen. Oder Ruck. Ja, ganz heil habe ich es jetzt nicht rausbekommen. Macht nichts, hat keiner gesehen. Hau Ruck. Das hat keiner gesehen. Tja, hier ist mein Mansch. Gabel. Also, ich denke mal, mit einem wirklich frischen, selber gemachten Kartoffelpü wäre das wesentlich stabiler geworden und hätte auch gehalten. Aber das war ja jetzt im Prinzip eine schöne Resteverwertung. Mhm. Mhm. Leute, das schmeckt geil. Mhm. Mhm. Schmeckt anders als der Original Shepherd's Pie, wo wir mal gemacht haben. Einfach nachgucken, ich weiß jetzt gar nicht, welches Video das war. Aber es schmeckt verdammt lecker. Hm? Ich lasse mir das jetzt noch schmecken. Und ja, danach werde ich irgendwie auch so langsam in mein Bettchen gehen. Ja, kurz vor zwei. Egal. Ich habe mein Essen für morgen und übermorgen. Leute, wenn es gefallen hat, ein nettes Kommentar, Abo, Däumchen nach oben. Ihr wisst Bescheid, würde mich alles freuen, ganz tierisch freuen. Und ja, einfach schnell was Leckeres. Mhm. Tschaikowski.